Seit 7 Monaten lebte Lenza im Tierheim. 7 Monate lang wurde er nicht einmal angeschaut, geschweige denn zu einem Kennenlernen eingeladen. Er war der liebste Hund, der sich nach Liebe sehnte, doch niemand schien ihn zu bemerken. So beschloss Lenza, selbst die Zügel in die Hand zu nehmen. Immer wenn jemand an seinem Zwinger vorbeilief, streckte er seine Pfote durch die Gitterstäbe und versuchte, sie in die Hand des Passanten zu legen. Er drückte seinen ganzen Körper gegen die Vorderseite seines Zwingers, als wolle er sich hinausquetschen, nur um Aufmerksamkeit zu erlangen. All er wollte, war geliebt werden. Niemand konnte verstehen, warum er noch nicht adoptiert worden war. Lenza ist bekannt für seine süße Persönlichkeit und seine Liebe zu Erdnussbutter, sagte Hale, die Tierpflegerin. Nachdem er die Runde durch den Zoo gemacht hat, kann man ihn meist in einem schattigen Plätzchen dösen sehen, mit den Pfoten ausgebreitet wie eine Frosch. Eines Tages probierte Lenza seinen Markenzeichentrick an einer vorbeigehenden Freiwilligen aus. Die junge Frau konnte dem Charme des kleinen Hundes nicht widerstehen und machte ein Foto von ihm, um seine Niedlichkeit der Welt zu zeigen. Auf Facebook postete sie das Bild mit einer süßen Beschreibung von Lenza. Und die Welt verliebte sich augenblicklich in ihn. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Post auf Facebook fiel Lenza seinem zukünftigen Papa Nick auf, sagte Hale. Nick erkannte sofort, wie lieb Lenza war und dass er nur nach Liebe suchte. Er beschloss, dass er genau der Richtige war, um ihm diese Liebe zu schenken. Heute lebt Lenza in seinem neuen Zuhause und er blüht auf. Und jedes Mal, wenn er seine Pfote ausstreckt, ist Papa Nick da, um sie in seine Hand zu nehmen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.